Ein Wort zum Kollegen Oellinger, er ist jetzt leider nicht hier, erinnern, aber vielleicht sind Sie so nett, richten Sie es ihm aus. Ich verbitte es mir wirklich, dass der Herr Kollege Oellinger sich hier herstellt und auch nur einen unserer Abgeordneten mit irgendeinem Sozialbetrug oder mit Schwarzarbeitern in Zusammenhang bringt. Das weise ich zurück. Das ist eine Ungeheuerlichkeit der Sonderklasse. Und gerade die Grünen, wo wir genau wissen, wo sind die Mandatare, die mit einem Gehalt von über 8.000 Euro in einer Sozialwohnung leben. Das ist schon grünes, das ist grünes Parteiprogramm. Das sind Ihre Kollegen. Und dann auch noch einen Diplomatenpass haben. Ich meine, mit dem Diplomatenpass im Gemeindebau, das ist also schon eine besonders wackere Einstellung, um sich hier herzustellen und andere zu diffamieren. Aber so viel zu den Grünen. Jetzt zu Ihnen, Herr Bundesminister. Und zum Sozialbudget. Herr Bundesminister, Sie haben sich heute wieder einmal hierher gestellt und uns erzählt, dass eigentlich eh alles super ist. Wir sind ja Weltmeister. Das nützt den Menschen draußen nur leider nichts, aber wir kennen Ihre schönen Färbereien kennen wir jetzt wirklich schon zu Genüge. Und Sie haben, als mein Kollege Kickl Sie mit der Aussage des Abgeordneten Muchitsch konfrontierte, ein bisschen so mit der Hand gewackelt und den Kopf geschüttelt, so nach dem Motto, ist alles nicht so wahr. Herr Bundesminister, Sie wissen es doch ganz genau, es gibt doch noch ganz viele, viele Sozialdemokraten, die wirklich Ihre Politik kritisieren. Und ich werde Ihnen jetzt eines vorlesen, und Sie sagen immer, man soll den ganzen Artikel lesen, ich habe ihn durchgelesen, ich werde Ihnen die besten Zitate hier herausholen. Und zwar ist es der SPÖ-Klubobmann aus dem burgenländischen Landtag. Der hat mit der FPÖ genau nichts zu tun. Wissen Sie, wie der zu Ihrer Politik steht? Wissen Sie, was der gesagt hat? Ja, dann sagen Sie es doch. Warum verschweigen Sie uns das da? Weil es unnötig ist. Ich glaube nicht, dass es unnötig ist. Denn das ist nämlich nur jemand, der sitzt offensichtlich wirklich am Puls der Zeit. Der spricht noch mit den Menschen, im Gegensatz zu Ihnen. Sie sitzen nur mehr in Ihrem Ministerium, in Ihrer Burg, völlig abgehoben, fahren nur noch mit dem Dienstwagen von einem Termin zum anderen. Vielleicht sollten Sie mit Ihren Funktionären aus den Ländern ein bisschen mehr sprechen. Der SPÖ-Klubobmann aus dem Burgenland sagt nämlich, die Arbeitnehmer haben von der Öffnung, nämlich der Ostöffnung, nicht profitiert. Ganz im Gegenteil, seit der Arbeitsmarktöffnung vor etwas mehr als einem Jahr sei es zu einer Verdrängung durch osteuropäische Arbeitskräfte gekommen, erklärt der SPÖ-Klubobmann Christian Illeditz. Laut den von der SPÖ vorgelegten Zahlen ist die Beschäftigung im Burgenland im ersten Quartal gewachsen. Allerdings auf Kosten der Inländer. Von Jänner bis März gab es insgesamt 2.476 mehr Beschäftigte. Ein Plus von 2.625 Ausländern, ein Minus von 149 Inländern. Herr Bundesminister, das sind Ihre Leute, die das kritisieren. Der steht nicht einmal irgendwo ansatzweise im Verdacht, dass er von der FPÖ ist. Und dann sind das, Herr Bundesminister, das sind Ihre Zahlen. Da sagen Sie, im ersten Jahr der Liberalisierung sind 75.501 Personen zugewandert. Von diesen waren aber am 30. März nur mehr die Hälfte arbeitsmarktaktiv. Wo war denn der Rest? In der Mindestsicherung? Warum schreiben Sie es denn nicht gleich dazu? Das ist Ihre verfehlte Politik, Herr Bundesminister. Und Sie stellen sich hierher und tun so, als wäre das alles Gott gegeben, als könnte man nichts dagegen tun. Damit nicht, man könnte sehr wohl etwas dagegen tun. Und weil dieses großartige Lohndumping-Gesetz, das Sie ja heute schon mehrmals in den Mund genommen haben, Herr Bundesminister, wir haben mit gutem Grund hier nicht zugestimmt. Und es sagen Ihnen Ihre eigenen Leute, dass das ein Netz ist, durch das alles durchfällt. Es werden Leute für 20 Stunden angestellt und müssen dann doch 60 Stunden arbeiten. Genauso wird dieses Gesetz ausgehöhlt. Und was machen Sie? Sie sagen, es ist alles in bester Ordnung. Es ist alles großartigst in dieser Republik. Sie haben aber heute auch etwas angeführt, und das habe ich sehr interessant gefunden. Sie haben nämlich gesagt, betreffend der Lehre, die hat ein Imageproblem, und wir alle müssen gemeinsam daran arbeiten, dass dieses Imageproblem besser wird. Da mögen Sie sogar vielleicht recht haben, Herr Bundesminister. Es ist nämlich schon so, dass Lehrlinge in der SPÖ eigentlich ein Stiefkind sind. Es sind Ihre Sozialdemokraten, die sich um die Lehrlinge überhaupt nicht kümmern. Wenn es darum geht, dass die Studiengebühren erhöht werden sollen oder dass hier eine Veränderung ist, na, dann sind die SPÖ-Granten sofort auf der Straße. Wenn es aber vielleicht darum ginge, dass Lehrlinge etwas besser gestellt würden oder dass Lehrlinge vielleicht nicht mehr zahlen müssen für ihre Gesellenprüfung, da habe ich von Ihnen noch nie etwas gehört. Und ich habe auch von der Gewerkschaft noch nie etwas gehört.
Und es ist doch wirklich nicht einzusehen, dass also Lehrlinge nach Abschluss ihrer Lehre, wenn sie zur Gesellenprüfung antreten, sämtliche Kosten selbst tragen müssen. Das ist nicht einzusehen. Das ist eine Ausbildung, das sind junge Menschen, die sich das alles selbst bezahlen müssen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne einen Antrag stellen. Der Nationalrat möge beschließen, der Bundesminister für Arbeit, Entschuldigung, die Abgeordneten Milakovic, Stemmesl und weitere Abgeordneten stellen den Antrag betreffend Bereitstellung von Mitteln für die Kostenübernahme der Gesellen- und Meisterprüfung. Der Nationalrat wolle beschließen, der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz wird aufgefordert, sich für die Einführung der Kostenübernahme der Gesellen- und Meisterprüfung einzusetzen. Im Budget 2013 ist für diese Maßnahme Vorsorge zu treffen. Und wenn Sie jetzt schon wieder reinschreien, die Wirtschaftskammer, ja bitteschön, jetzt erklären Sie mir mal, warum soll immer alles irgendwer übernehmen? Wo ist denn das soziale Gewissen, die soziale Verantwortung für Personen, die in Ausbildung sind? Sind Lehrlinge denn nicht in Ausbildung? Warum sind denn Lehrlinge permanent schlechter gestellt als Schüler, permanent schlechter gestellt als Studenten? Das ist doch völlig uneinsehbar. Und dann stellen Sie sich alle an und sagen, oh, es ist ja so ein schlechtes Image bei den Lehrlingen. Na, natürlich ist dieses Image schlecht bei den Lehrlingen, ist ja auch keine Frage. Es ist ja ganz klar. Und es ist ja auch der Herr Bundesminister, der ja in Wahrheit gar nicht dafür sorgt, dass das Image besser werden soll. Denn sein Hobby sind ja immer noch die überbetrieblichen Ausbildungsstätten. Und wenn er dann immer so herstellt und sagt, ja, aber nach einem Jahr sollen die eh alle weg und das ist eh nicht mein Thema und wir brauchen sie ja alle nicht auf. Und wir könnten ja viel mehr da reinstecken. Und eigentlich müssen die ja dort eh nur lernen, dass pünktlich kommen und dass in der Früh aufstehen und dass sie verlässlich werden. Herr Bundesminister, das ist zu spät, wenn die Herrschaften das dort lernen. Gehen Sie zu Ihrer Kollegin Genossin Schmidt, sagen Sie ihr, dass das ins Schulsystem hineingehört, dass die Lehrlinge vielleicht mit 15, wenn sie auf den Arbeitsmarkt kommen, genau diese Grundbekenntnisse und genau Disziplin, Verlässlichkeit, Regelmäßigkeit schon können. Das wäre mal ein Ansatz, Herr Bundesminister, anstatt permanent Geld hineinzupulvern in irgendwelche sonstigen künstlerischen Projekte. Die Ostöffnung des Arbeitsmarkts war ein großer Fehler, sagte Dagmar Belakovic-Schienewein von der FPÖ.